Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, was haben wir für Probleme? Rebellenaufstand ist immer noch da, ziemlich hoch. Ja. Wo ist denn das überhaupt? Vulkanisch, was haben wir denn hier? Ach so, Rebellen sind der Huron. Ach, die Mission verbessert unser Prestige. Okay, da müssen wir dran arbeiten. Was kommt da? Okay, wir können was bauen. Oh, da ist ja einiges los. Unzufriedenheit in der Bauernschaft. Konflikte und Proteste über Steuern, Grausamkeit der Grundbesitzer, Ausbeutung und Zölle häufen sich und können sich sehr negativ aus, wenn wir die Situation nicht sorgsam angehen. Erhalten 10 Prestige, verlieren 1 Stabilität, verlieren 9,8 Dukaten. Ah, Prestige kriegen wir da. Stabilität geht runter. Ah, das Prestige, das war doch hier eine Aufgabe, ne? Oder? Müssen wir gerade einmal reingucken. Ziel. Mehr Prestige haben als 50. Okay, das wäre natürlich ein Riesensprung in die Richtung, ne? Dann kriegen wir auch eine Stabilität zurück. Lass uns mal gerade hier reingucken. Befestigst du als einzigartiges Gebäude? Truppenlimit plus 10. Nee, brauchen wir aber nicht. Truppenlimit? Okay. Das wäre dann nicht 9 Einheiten, sondern 9-10 Einheiten, oder wie? Das wäre natürlich... Ist das so? Wo sehe ich das nochmal? Ne, das sehe ich da. Da. Okay, aber gucken wir erstmal weiter. Sagen wir mal eine Feuerstelle, einziges Gebäude, Beraterkosten minus 50%. Okay. Das hört sich besser an wie das, oder? Sagen wir hier, Langhaus, einziges Gebäude, Steuerannahmen plus 1. Wenn wir mehr Geld kriegen, könnten wir hier aber auch sparen. Müssen wir mal gucken, was das kostet. Und hier, Schwitzhütte, diplomatische Geschick plus 1. Diplomatische Geschick plus 1. Das wäre hier wahrscheinlich einer mehr dann, ne? Und die Berater, der kostet uns jetzt, hier der jetzt Prestige, der kostet uns, was kostet er uns denn? Ah, da steht's einer, dann wird der 50 Cent kosten. Dann können wir zweiten einstellen hierfür auch, wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ich glaube, wir wissen schon, was wir machen, dieses hier. Nur gucken, achso, hier nehme ich das Prestige, weil ich das hochpumpen muss. Ja, das stand da ja nur auch, ne? Machen wir gerade einmal Pause, weil wir müssen jetzt hier die Feuerstelle machen. Würde ich aber schon in unserem befestigten Fort da machen, ne? Ja, machen wir da. Gut. Läuft. Was haben wir dann noch? Einen freien Beraterplatz. Okay, jetzt kostet es noch einen. Wenn das fertig ist, werden wir hier noch einen einstellen, denke ich mal. Unruhen. Oh, da geht's rund. Rebellenaufstand, ja, das ist jetzt gleich wie Unruhen. Dann müssen wir mal gucken. Oh. Dann werden wir da gleich mal einmarschieren müssen, ne? Den Aufstand niederschlagen. Das sollte ja funktionieren, oder? 7-4. 6-4. Okay, hat sich erledigt. Nee, wir haben verloren. Respekt. Oh Mann. Okay. Wenn da 8 ist, müssen wir zurück. Hat keinen Sinn.
automatisch speichern und dann geht es da wieder hin. Das müssen wir niederschlagen, können nicht so unser Land zerbrechen lassen. Die Moral ist natürlich viel schlechter wie deren, ne? Und wir haben die Masse. Wir haben wieder verloren. Krass. Was sind da jetzt zugekommen? Was soll das? Oh. Ihr Land ist gerade schlecht. Also das Land ist wichtig. Geht noch nicht. Sind noch demoralisiert. Und auf ein neues. Bis wir sie geschlagen haben. So, diesmal muss es aber klappen, ne? Gewonnen. So, jetzt müssen wir das Land befreien. Aber das dürfte ja nicht lange dauern. Gut. Wir kontrollieren nun die Provinz. Die betrachten es als Kernprozent. Wir auch. Das ist bereits unsere Kernprovinz. Und da ist es ja identisch, ne? Wer hat das da als Kernprovinz? Die Susquehannocish oder so ähnlich. Gut. Ja, da ist gleich das fertig. Was haben wir denn hier jetzt noch mit Rebellen? Achso, da sind nur die anderen. Auch schön. Ja, das ist das gleiche in grün. Und hier sind wir jetzt mit 1 Euro unterwegs. Die rüsten gerade unten ganz schön stark auf, ne? Ach, das ist fertig. Ja, dann bedeutet das ja, da muss ich nicht hinklicken, ich muss da oben drauf klicken, dass der nur noch 50 Cent kostet, ne? Tut's auch. Gut, dann würde ich hier einen dazu nehmen, wenn es denn geht. Kostet 0,6 monatlich. Okay. Bessere Beziehungen, plus 1. Den nehmen wir doch dazu, oder? Und was haben wir denn finanziell dann gleich noch? 8 und 3. 2, 0 und 4. Okay, das ist jetzt nicht der Top-Häuptling, ne? Was ist hier? Okay. Ja, verbessert unser Prestige ist immer noch da, ne? Gut, Geld 1,17. Ist das hier? Okay. Das brauchen wir noch nicht. Gut, da haben wir schon gemacht. Hier dauert es ewig, bis wir da was erreichen werden. Okay. Da geht nichts. Ja, das mit dem Prestige dauert noch eine Weile, ne? Dann warten wir 26. Okay, das sind die Rebellen. Die werden irgendwann da unten aufständisch. Ich glaube, wir ziehen mal unsere Armee wieder ins Hauptland zurück. Und lassen die da mal stehen. Was haben wir jetzt hier noch? Verteidiger des Glaubens. Die Regionen sind alle gleich. Und Soldaten, Limit haben wir erreicht. Ja, das kann man alles so lassen, ne? Da haben wir den in der ersten Armee den da.
Gut. Jetzt müssten wir dann überlegen, wie man expandieren kann, ne? Gar nicht wahrscheinlich. Die können wir nicht, weil die nebenan sind. Diese würden wir können. Wie sieht das denn mit denen aus? Oh, die haben da irgendwelche Unterstützung bei Pekotisch. Das würde bedeuten, man müsste gegen zwei kämpfen. Ah, die und die gehören zusammen dann. Ja. Zeit läuft auf jeden Fall. So, hier unten haben wir noch die Eingeborenen. Okay, da geht auch gleich irgendwann was. Nomadentradition. Baukost minus 25 hier. Migrationsabklingzeit minus 25%. Stangenschleife. Und hier haben wir Kriegsgesellschaften. Moral der Armee plus 10, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir das alles hinkriegen. Müssen wir im Auge behalten. Ja. Das ist auch hier, also die anzugreifen wäre jetzt gerade vielleicht nicht der Hit, wenn die mit denen verbündet sind. Die hatten da, glaube ich, eben, als sie hier waren, 7. Das sind ja ziehende Orden. Gruppen Indianer, keine Ahnung. Wir sind ja jetzt sesshaft hier sozusagen. Obwohl, auch fraglich, ob wir sind, ne? Müssen wir gucken, wie wir da vorankommen. Hier, das wäre natürlich eben schön gewesen, dieses Land zu haben, weil wir dann ein Dingens, sag schon, einen Weg gehabt hätten ans Meer. Ein Zugang zum Meer, so sagt man, ne? Hier wäre ja auch ganz schön gewesen, dann hätte hier keiner durchgekonnt und dann hätte, die hätten hier irgendwo rumgemusst, sozusagen, ne? Zurzeit können die an uns noch rumreisen. Ja, müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Moral der Truppen, was können wir machen? Oh, da kommt was rein. Da gibt es eine Föderation, da soll ich beitreten. Wer ist das denn jetzt hier? Ah, das sind diese hier, ne? Oder? Ne, das müssen andere sein. Die sind das. Sollten deren Föderation beitreten. Und sind... Waffenstillstand mit denen. Ach so, mit denen sind sie. Aha. Okay, was bringt das uns? Wir hätten die und die dazwischen, aber die sind mit denen verbündet. Hätte natürlich auch einen gewissen Vorteil vielleicht, ne? Hier einen zweiten Player daneben zu haben, die nur besser sind. Die sind klein, ne? Gute Frage. Nee, ich mach das nicht. Und weiter geht's. Ja, einer wird noch gehen, ne? Das wäre der. Finanziell können wir uns das vielleicht leisten. Kostet auch 0,6. Moral der Armeen werden dazu. Und hier wäre es Festungsverteidigung. Dann würde ich den nehmen. Und ich nehme den auch. Weil wir kommen ja dann auch hier unten weiter, ne? Schneller weiter. Oh, hier müsste jetzt gleich was passieren.
Okay, jetzt haben wir keinen freien Berater am Platz mehr. Das ist auch gut, ne? Die sind bei 60%, das wird auch nicht lange dauern, dann melden die sich auch. Okay, jetzt können wir da investieren. Ja, Baukosten sind weniger, ne? Weg damit. Das war zwar eine ganze Ecke, die das kostet, aber wir müssen sowieso vorankommen, ne? Baukosten geringer. Okay, da kommt wieder die Föderation, oder was ist das? Mach mal nicht so schnell, ich kann nicht so schnell lesen. Wer ist der andere? Und wo sind die? Sind das nicht die hier? Pepoquitisch, okay. Das wären diese beiden, die dann da zusammen sind, ne? Oder? Ne. Ne, das lehnen wir auch definitiv ab. Und die anderen wollen jetzt ein Bündnis mit uns. Das würde bedeuten... natürlich mit den anderen beiden in Krieg, ne? Schwierig. Ne, ich lehne das nur ab, das ist mir zu riskant. So, Zeit lassen wir weiterlaufen. Die hätten das uns angeboten, aber das... schwierig, ne? Gucken, wie sich die Welt hier weiterentwickelt. Versorgungsschiffreichweite 2253, okay, also keine. Und die Seen sind nicht so, okay, auch gut. Wie sieht das denn hier mit Gebäuden aus? Was kostet denn sowas? Okay, kostet jetzt 80. Ja, 20% weniger halt, vorher war es 100. Was ist das? Das sind die jetzt. Alle wollen mit uns ein Bündnis, weil wir der Global Player sind, oder was? Produktionseffizient. Soldatenzahl. Großer Pfad. Weiß ich auch nicht. Sind die näher gerückt? Kann das sein? Ja, gut. Ein bisschen was geht voran, aber nicht so wirklich was. Wir sammeln momentan Geld halt. Wie viel sammeln wir wirklich? Ist die Frage. 0,65. Okay, das ist nicht viel. Aber dafür kommen wir hier, ja, hier nicht weiter. Hier sieht man das nicht, ne? Und da sieht man fast gar nichts. Da brauchen wir 2000 Ringe, aber das ist ja auch nicht unsers. Unsers ist ja das hier unten. Und da müssen wir da und da noch weiterkommen. Gut. Aber ich würde mal sagen, für die Runde soll das erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.